Erinnert sich noch jemand an das alte PC-Spiel aus den frühen 1990er Jahren, Mr. Mix? Es ist hauptsächlich ein Eintippspiel, ähnlich wie Mario Teaches Typing, wo man Wörter in ein Feld eingeben muss, damit ein Koch, der titelgebende Mr. Mix, Zutaten in eine Schüssel gibt. Anders als die meisten Eintippspiele war dieses Spiel berüchtigt für eine wahnsinnige Schwierigkeitenstufe. Das Spiel hat eine Wörter pro Minute Voraussetzung für jede Ebene. Diese war zum Beispiel 10 auf Stufe 1 und 85 auf Stufe 3. Von Stufe 5 ist die Voraussetzung über 500, also war es unmöglich weiterzukommen. Eines der wichtigsten Dinge, die Menschen über dieses Spiel berichten, war die Musik, die im Hintergrund zu hören war. Die Musik auf der ersten Ebene war ein beunruhigendes Knurren, das zunehmend lauter wurde, desto weiter man kam. Was häufig zu Schäden an den früheren Computerlautsprechern, die für hohe Lautstärken entwickelt waren, führte. Die zweite Ebene hatte überhaupt keine Musik und die dritte hatte eine Musik, die wie eine extrem widerwärtige Aufnahme eines Föhns klang. Die verbleibenden zwei Ebenen hatten als Musik ein extrem lautes, schrilles Klingeln, das schwere Trommelfellschäden bei denjenigen, die so weit kommen konnten, verursachte. Ein weiterer verstörender Aspekt des Spiels war der Entwurf von Mr. Mix selber. Er war ein großer, übergewichtiger Mann mit einem runden Gesicht, großen Knopfaugen und rote Flecken auf den Wangen. Die meisten Kinder, die das Spiel gespielt hatten, berichteten, dass sie lebendige Albträume von Mr. Mix hatten, der mit ihnen in einer ruhigen, rauen Stimme sprach und ihnen drohte, etwas nicht zu verraten. Allerdings konnte sich keiner von ihnen genau erinnern, was das war. Ein Psychologe, der viele dieser Kinder sah, berichtete, dass er den Terror auf den Gesichtern der Kinder sah, als sie über Details des Albtraums redeten. Viele der Kinder brachen in Tränen aus, während sie ihre Eltern anbettelten, sie zu retten. Allerdings konnte in den wenigen Fällen keine direkte Beziehung zu dem Spiel selbst ermittelt werden, da nicht alle Kinder die gleichen Nebenwirkungen erlitten. Aus offensichtlichen Gründen hat sich dieses Spiel nicht sehr gut verkauft. Es blieb relativ unbekannt bis vor ein paar Jahren, als PC-Hacker eine ROM des Spiels bekamen und begannen darin zu graben. Mit der Memory-Hacking-Software gelang es ihnen, das Spiel zu knacken und umgehend das unmöglich erreichbare sechste Level zu spielen. Was sie fanden, war jedoch äußerst beunruhigend und verursachte, dass viele von ihnen die Expedition abbrachen. Den Berichten zufolge, die diese Hacker hinterlassen, verhält sich das Spiel sehr merkwürdig, wenn die fünfte Stufe umgangen wird. Das Spiel stürzt ab und schließt sich. Das Spiel schreibt eine Reihe von Dateien in das System32-Verzeichnis und die RAM soll fast vollständig gefüllt gewesen sein. Diese Dateien waren angeblich Bilder von Menschen mit schrecklich deformierten Gesichtern, die scheinbar Schmerzen und Qualen hatten. In ihren Augen sah man das Blut aus ihren Tränendrüsen fließen und deren äußere Schicht der Haut war an manchen Stellen sauber abgerissen worden. Wenn der Benutzer versuchte, diese Dateien zu löschen, stürzte der Computer ab und es wurde ein blauer Bildschirm angezeigt, was zu dauerhaften, irreparablen Schäden an der Festplatte des Benutzers führte. Die Hacker stellten fest, dass diese Abstürze von einem einzelnen Byte in der Spiel-ROM verursacht wurden, wenn die fünfte Stufe abgeschlossen wurde. Nach dem Entfernen dieses Bytes konnten sie auf die sechste und letzte Stufe zugreifen. Leider gingen die Meinungen aller ursprünglichen Hacker auseinander, was sie in der letzten Stufe sahen. Alle von ihnen wurden extrem paranoid, zogen sich zurück und weigerten sich, über alles, was in Zusammenhang mit dem Spiel steht, zu sprechen. Manche zeigten erstaunlich extreme Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung. Die meisten von ihnen waren nicht mehr in der Lage, zusammenhängende Sätze zu bilden und innerhalb eines Monats wurden alle von ihnen vermisst. Alle übrigen Exemplare des Spiels wurden zerstört. Bis zum heutigen Tag weiß niemand, was in diesem Spiel zu sehen war, das ihnen so viele psychische Schäden verursachte. Vielleicht ist es besser so.
Zwei Jahre nach diesem Vorfall wurde ein Mann nach dem Versuch, ein 8-jähriges Mädchen aus einem Lebensmittelgeschäft zu entführen, verhaftet. Durch DNA- und Fingerabdruckanalyse wurde der Mann als einer der ursprünglichen Hacker, die das letzte Level des Spiels sahen, identifiziert. Er trug eine weiße Kochmütze und hatte einen Blick unaussprechlicher Boshaftigkeit und Wahnsinn auf seinem Gesicht. Als ein Polizist ihn verhörte, sagte er nur eins: Ich bin Mr. Mix, aber